Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Fabian und ich bin Immobilieninvestor. Heute wurde mir eine Frage gestellt bei Instagram und zwar ist die ganz interessant, deswegen beantworte ich die. Also wenn du auch eine interessante Frage hast, dann schreib mir die einfach. Ich lese mal kurz vor. Hi Fabian, mach mal bitte ein Video darüber, wann ihr Wohnungen verkauft bzw. wann ihr Wohnungen haltet und vermietet. Wäre sicher interessant. Wenn du auch irgendeine Frage hast, dann schreib mir die einfach bei Instagram, Fabian Fröhlich, Fabian-Fröhlich, einfach meinen Namen eingeben und da einfach die Frage schreiben. Also wenn es eine Kleinigkeit ist oder ich schon ein Video dazu gemacht habe, dann schicke ich dir einfach, die Antwort kurz zu oder das Video, was es schon gibt. Oder wenn es eine neue Sache ist, die interessant ist auch für alle anderen, werde ich die natürlich beantworten. Wenn es eine persönliche Frage ist, zu deiner Situation oder so, wo du nicht öffentlich drüber reden willst, kannst du mir die natürlich auch stellen, dann beantworte ich die auch, kein Problem. Und wenn dir diese Frage gefällt hier, wann es sich lohnt zu verkaufen, wann zu halten, dann drück den Like-Button. So, also, grundsätzlich sage ich ja immer, so die Mindestrendite beim Einkauf 5%, ja, sollte mindestens sein. Randbedingungen dafür sind, dass das Haus, die Struktur des Hauses gut ist, dass das Haus gut dasteht, nicht, dass das Haus fast zusammenfällt. Wenn es fast zusammenfällt, sollten die Rücklagen passen, damit man die Sachen, um es wieder in einen guten Stand zu bringen, ausreichen, um quasi zu investieren, ohne dass die Eigentümer Umlagen leisten müssen. Ja? Dementsprechend 5% ist okay in einer guten Lage, natürlich nicht in einer richtigen Schrottlage im Wald irgendwo. Da reicht das natürlich nicht. In einer guten Lage 5% Minimum, ja. Wenn es entwickelt werden kann auf 7, 8, würde ich jetzt vielleicht auch mal für 4% was kaufen, wenn es aber halt dann langfristig viel besser dasteht, auf nur, sonst nicht. Und um auf die Frage jetzt zurückzukommen, wann verkaufen wir, wann halten wir? Grundsätzlich gibt es auch verschiedene Kennzahlen, die wir uns da ins Auge fassen. Also es gibt immer eine Rendite in Bezug auf den Kaufpreis. Es gibt eine Rendite in Bezug auf die Kaufkosten. Also es gibt ja Kaufnebenkosten noch dazu zum Kaufpreis und Sanierungskosten, die auch noch dazu gerechnet werden. Und dann gibt es eine Rendite in Bezug auf die rechtliche Finanzierung, weil wenn die Immobilie irgendwie die Hälfte schon abbezahlt ist und die Miete gleich geblieben ist, dann ist ja die Rendite in Bezug auf das Eigenkapital ein bisschen schlechter geworden, weil es mehr Eigenkapital im System. Und wenn halt dann die Finanzierung abnimmt, dann ist halt auch ein anderes Verhältnis wieder geschaffen. Deswegen entscheiden wir immer den Verkauf unter folgenden Randbedingungen. Es gibt nochmal eine Unterscheidung, ob das Objekt langfristig gekauft wurde mit der Intention oder ob es ein Flip-Objekt ist. Also Flip-Objekte werden immer eingekauft, saniert und verkauft in relativ kurzer Zeit. Da steht es gar nicht zur Debatte, die zu behalten. Ja? Also grundsätzlich werden Flip-Objekte nur eingekauft, wenn sie aber im Worst Case vermietet werden können, was aber bisher noch nie passiert ist bei uns. Also wenn wir flippen wollten, haben wir es auch verkauft. Von dem her diese Seite. Jetzt haben wir unser erstes Bestandsobjekt auch verkauft. Letzte Woche haben wir eine Bestandswohnung verkauft. Ja? Und da gibt es auch eine Kennzahl, die wir uns da vor Augen genommen haben. Denn du weißt ja immer als Vermieter, wie viel Jahresmieteinnahmen kann ich denn erzielen mit dem Objekt. Ja? Und wenn du jetzt irgendwie 500 Euro im Monat Kaltmiete bekommst, sind das eben 6.000 Euro im Jahr. Und wenn du mit einem Gewinn einen deutlich höheren Betrag erzielen kannst als diese Jahresmiete, dann macht halt ein Verkauf Sinn. Und da gibt es so eine Zahl, die wir im Hinterkopf haben, also ich sag mal so 5 Jahre, wenn ich mir 5 Jahre Vorsprung verschaffen kann durch einen Verkauf, ich bin ja noch relativ jung auch, dann würde ich halt verkaufen, weil warum soll ich 5 Jahre lang vermieten, um halt den Gewinn zu kriegen, den ich jetzt schon fortkriegen kann. Deshalb so ab 5 Jahre aufwärts würde ich auf jeden Fall einen Verkauf anstreben. Wenn der Preis halt möglich ist, weg. Wenn das keiner kauft, dann halt vermieten. Das ist halt auch die Frage, wie tief man gehen kann. Also 5 Jahre, sage ich, ist das Minimum. 5 Jahresmieten reinholen und dann ab dafür. Und die Strategie habe ich genannt Hold and Flip, weil die ist eigentlich ganz geil, denn relativ risikoarm auch. Du kaufst eine Immobilie ein, günstig vermietet, lässt die einfach laufen. Wenn der Mieter auszieht, saniert man die schön, vermietet sie vielleicht wieder, wenn man Lust hat. Oder man probiert halt eben, wenn man diese 5 Jahresmieten reinholen kann oder vielleicht auch 10 oder 15 Jahresmieten, was durchaus auch möglich sein kann, dann weg damit. So einfach ist die Frage beantwortet. Und wenn ihr auch Fragen habt, zu solchen Themen, dann schreibt mir einfach
auf Instagram oder kommentier die Frage unter dieses Video. Wenn es eine Kleinigkeit ist, beantworte ich es kurz per Message. Wenn es eine Großigkeit ist, nettes Wort, wenn es eine Großigkeit ist, dann mache ich ein Video dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, macht's gut und bleibt gesund.